Hey Skat, Freunde, jetzt ist auch der zweite Tag der Weltmeisterschaft Geschichte und ganz ehrlich gesagt bin ich im Moment richtig frustriert. Wie konnte das kommen? Erste Serie lief so einigermaßen, 1100, nichts Besonderes. Zweite Serie, ich stand ziemlich platt zur Hälfte, kriegte dann noch mit einem ganz guten Lauf meine 1000 gerade so zusammen. Und dritte Serie, da war er endlich, der ganz große Lauf, auf den jeder Skatspieler wartet und sich freut. Bei Spiel 36 stand ich schon mit 16 zu 1, 700 Spielpunkte. Im 37. Spiel gewinne ich Grand ohne 3. Das Spiel war schon notiert und dann kommt das Unglück. Es war falsch gegeben, ein anderer hätte geben müssen. Das Spiel musste gestrichen werden, nochmal zurück. Drei Päckchen noch zu spielen und was passiert? Ich spiele noch 0 zu 2. Krieg also noch zwei Spiele auf die Rübe, gute Spiele, 1 bei 18, 1 bei 23er Reizung und höre dann die Liste also mit 16 zu 3 auf 1400 Punkte. Üblicherweise ein sehr gutes Ergebnis, aber nach der Vorgeschichte natürlich sehr frustrierend. Dann gab es noch eine zweite lustige Geschichte. Ich bin jetzt plötzlich Däne. Ja. Morgen ist nämlich die Nationenwertung, 4 Serien Nationalmannschaft, 12er-Teams. Es gab einen Ausfall im Team, da wurde einmal rochiert und plötzlich wurde ich gefragt, nimmst du den Platz ein für Dänemark? Ist in den Regularien möglich, dass da auch na, 3, 4, glaube ich, nicht dänische Staatsbürger mitspielen? Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was morgen los ist, ob wir den Deutschen ein kleines Bein stellen können. Dienstag geht es dann weiter mit Serie 7 bis 9 der WM. Schauen wir, wie es weitergeht.